Hallo meine Pokéfreunde und Pokénetten, willkommen zu einer weiteren Folge von Pokémon Blau. Ich will mal ganz kurz Safe State machen, keine Angst. In dieser Folge werden wir auf jeden Fall zur Sinnoh-Insel kommen, ich kann nicht mehr reden. Dazu müssen wir einfach mit Taubos nach Alabaste fliegen. Man kann es auch von hier aus machen, aber von hier aus ist der Weg viel länger. Also von der Ziele, wo wir gerade waren. Deshalb mache ich es nicht. Oh, hier war ich schon ewig lang nicht mehr. Und hier können wir dann einfach surfen. Da hören wir das erste Mal die wunderschöne Surfermusik. Und ich werde jetzt extra Schutz reinlegen, denn ich will die Musik hören, denn sie ist nice. Yeah, 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 yeah. Ich mag sie. By the way, gibt es auch hier überall Trainer im Wasser. Aber ich denke, ich werde die offscreen besiegen. So ein bisschen Level farmen, bevor wir dann zur 8. Arena gehen. Weil ich denke, das wäre dann am besten. Ja, okay, die kann man nicht besiegen. Okay, gut, die sind nicht. Hier unten sollte es auf jeden Fall irgendwo sein. Ich gehe jetzt extra aus dem Weg, weil ich das links offscreen machen möchte. So ein bisschen Level. Und dann sind wir da! In auf der Zinnoberinsel. Pyro, der Arena-Leiter der Zinnoberinsel, ist ein seltsamer Mann. Er lebt hier seit Jahren. Okay. Zinnoberinsel, die Stadt brennender Leidenschaft. Zinnoberinsel, Pokémon Arena, Arena-Leiter Pyro, der hitzköpfige Christmas. Ja, falls jemand noch nicht an den Namen erkannt hat, der Typ hat Feuer-Pokémon. Und für unsere Obskröte ist das easy peasy. Forscher experimentieren in dem ausgebrannten Gebäude. Okay. Und da können wir ganz schön heilen. Juhu. So, was ich in dieser Folge vorhabe? Wie gesagt, ich werde die alle Trainer offscreen bekämpfen, weil die haben eh alle mehr oder weniger die gleichen Pokémon. Das ist dann ziemlich langweilig und ja. Verspare euch nur die Zeit. Lol. Ach stimmt, warte, wir müssen aber auch kurz ein Item raus, wenn wir da reingehen. Da können wir nämlich was richtig Cooles machen. Und zwar brauchen wir nämlich ein Item dafür. Und zwar wisst ihr ja noch, als wir das Helix-Box hier bekommen haben. Oh Mist, ich kann nichts mehr tragen, warte kurz. Die Angel kommen, die kann weg. So, jetzt gib her. Yay! Yeah, juhu! Also ich guck mal kurz, ob ich noch irgendwelche Items ablegen kann, bevor ich weiter rede. Was brauchen wir denn noch nicht? Nuggets können wir eben verkaufen gehen. Pokéflöte brauchen wir nicht mehr im Spiel. Nein, nicht die Karte! Nein! Nicht die Karte! Oh mein Gott, Alter! Gib doch meine Karte wieder! Wo ist die? Alter, gib her. Gib mir den Scheiß her. Oh, fail, epic fail. So, aber das Fahrrad, das war auch noch vor. Tut mir leid gerade für den Fail. Okay, so. So, die Nuggets verkaufen. Und zwar können wir das Helix-Fossil, was wir in der irgendwann Folge 5 oder so bekommen haben. Ich weiß es ja nicht genau. Oh, juckt mich nicht. Den können wir jetzt umwandeln, so gesehen. Ich werde euch zeigen, was ich damit meine. Kommen wir erstmal unsere Nuggets, damit wir wenig Platz haben und mehr Money, bin ich reicher. Yay! Man sollte immer einige Items bei sich tragen. Nicht zu viele. Haben sie keinen X-Angriff? Ist es in Kämpfen sehr nützlich? Ah, ich benutze sowas nicht, wie gesagt. Ich bin kein Fan davon. Und so, das ist das Forschungslabor. Hallo! Wir erforschen hier Pokémon. Wir erstellen oft Gutachten über seltene Pokémon. Okay. Na warte, bevor du reingehst, will ich erstmal lesen, was da steht. Das ist hier Konferenzraum. Okay, der Konferenzraum. Willkommen. Gibt's irgendwas zu besprechen? Hallo, willst du dein Raichu nicht gegen einen Elektroball tauschen? Nö. Ich habe auf dem Mondberg ein seltsames Fossil gefunden.
Ich denke, es stammt von einem seltenen Urzeit-Pokémon. Yay, das haben wir auch. Bist du ein Blutzug? Willst du das gegen Tangela tauschen? Okay. Was haben wir hier? Forschung und Entwicklung. Vielleicht ist es hier richtig. Hallo. Evoli kann sich zu einem von drei verschiedenen Pokémon hier entwickeln in dieser Gen. Tak, tak, tak. Ich habe eine TM konstruiert. Sie verursacht die verrücktesten Dinge. Ach, Metronom. Yay. Der Metronom bekommen. Aber das werde ich jetzt nicht beibringen. Das könnte Relaxe vielleicht lernen. K. Vielleicht. Versuchsabteilung. Oh, komm, hier muss es richtig sein. Ich suche nach Polita. Tauscht es gegen... Ach, die wollen alle tauschen, Alter. Was ist denn los? Hi. Ich leite hier die Forschungen. Wir erforschen Fossilien von Urzeit-Pokémon. Hast du ein Fossil für mich? Ja, ein Helix-Fossil. Das ist... Oh, das ist ein Felix-Fossil. Es ist von einem... Es ist von einem Ammonitas. Einem schon lange ausgestorbenen Pokémon. Dank modernster Technik können wir Pokémon aus Fossilien wiederbeleben. Ja oder nein? Tolle, tolle Frage. Können wir wiederbeleben? Ja oder nein? Ja, okay. Gib es schnell her, damit ich forschen kann. Ja, hier, nimm es halt. Es wird einige Zeit dauern, also verpiss dich raus. Das ist privat, was ich hier mache. Okay, chill mal, Alter. Boah. Ja, ich weiß nicht genau, wann man es wieder bekommt oder wann es wieder abholen kann, aber danach wird man Ammonitas bekommen, was ich dann zu Amoroso bekommen, gelässt, aber das ist nicht unser Teammitglied, ich kann euch sagen, warte, hab ich schon geheilt, ich hab doch schon geheilt, oder? Ja, ich hab schon geheilt, okay. Gut, dann machen wir das jetzt, Schotterkundet haben wir schon mal. Hier können wir nicht rein. Da brauchen wir nämlich dafür einen Schlüssel und den Schlüssel kriegen wir dort hinten im abgebrannten Haus. Das ist das hier. Der geile Musik. Ich werde mal kurz meine Superschutz reinsetzen. Also ich möchte erstmal, bevor ich da reingehe, möchte ich erstmal erkunden, weil es gibt jetzt viele Secrets, die ich euch zeigen wollte. Ein Fluchtseil. Hier gibt es kein Ziegel, da gibt es aber die Statue. Bevor ich aber anspreche, möchte ich nochmal kurz. Oh, ich muss es ansprechen. Da hätte ich jetzt lachen sollen. Mist. Aber was gibt's denn hier? Also ja, wie gesagt, ich möchte mich hier umgucken. Ja, jetzt verschwende ich meinen ganzen Superschutz. Das ist dumm von mir gewesen. Also ich kenne den Weg hier, aber es gibt hier noch ein paar Tagebücher, die ich euch zeigen wollte. Die erzählen nämlich mehr oder weniger eine Geschichte. Und deshalb gehe ich nochmal rum, um es zu zeigen. Ein versteckter Schalter. Schalter drücken. Jo. Wer würde es nicht tun? Richtig. Jetzt können wir hier durch. Und ihr seid ja irgendwo. Nein? Aber unten. Dachte ich mir schon, dass der Schutz jetzt ausgeht. Ja, es kommt gleich ein Pokémon. Ja, aber ich will so viel zeigen hier, wie es geht. Ein Ponita. Ihr seht schon, die wilden Pokémon werden ab jetzt schon Level 30. Das ist schon krass. Okay, gut, dann sind wir ja falsch. Okay. Alles klar. Na komm, dann lass mich in Ruhe. Dann setze ich den Schutz ein. Von dem ich jetzt nur noch einen habe. Na toll. Ich hätte mir zwar jetzt mehr kaufen können, ich weiß, aber ich wollte nicht. Sorry. So, wir müssen normalerweise eigentlich hier hoch. Gibt es hier einen Trainer? Ich finde keinen Weg nach draußen. Der reinste Irrgarten. Aber er ist kein richtiger oder kein normaler Gegner, denn das ist ein Dieb. Die gibt es nämlich Diebe im verbrannten Haus. Oh, Glumander. Ach, wie niedlich. Psst, zu schade, dass es gleich tot ist. Mit meinem Wasser. Ich würde schon Feuer sagen, aber nee, was. Ach, Raserei, geh mir weg mit Raserei, Alter. Aquaknarre und das Viech ist down. So, was hat es denn noch so zu bieten? Also, der Trainer meine ich. Glutexo, wow. Diese Variation, Glumanda, Glutexo. Kannst du mal Glurak haben? Dann wäre das mal eine Herausforderung, aber das.
gar nichts. Das ist gar nichts, Alter. Level 44 erreicht, das ist super. Das freut mich. Super, juhu. Und nein, meine Beute. So, lass mich mal kurz nachgucken. Hier gibt's ein Tagebuch, endlich. Das erste, glaube ich. Tagebuch, 10. Juli. Wir nennen das neu entdeckte Pokémon Mew. Ich weiß nicht, wie viele es gibt, aber ich werde so viele finden, wie ich schaffe. Es ist nämlich eine Story. Ich werde die gleich nochmal zusammen verbinden, also die Story nochmal kurz erklären am Ende. Das ist noch eins, nice. Tagebuch, 5. Juli. Der Dschungel im Niemandsland. Wir haben tief im Dschungel ein völlig neues Pokémon gefunden. Genau, das hier kommt vorher, danach kommt das andere. Mit Mew. Im Dschungel haben die nämlich Mew gefunden, ja. Hier haben wir ein Kalzium gefunden. Was ich nicht haben will, deshalb verschwende ich es jetzt einfach. Weil mich das nicht juckt. Nein, juckt mich nicht. Nö, 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 nö. Nö, nö. Okay. Ich glaube, es gibt 4, 5 Stück von den Tagebüchern. Weiß nicht genau. Okay, gut. Hier haben wir schon mal alles erkundet. Der Schutz wirkt nicht mehr und ich muss meinen letzten jetzt opfern. Ah, das so ärgert mich jetzt, dass ich keine neue gekauft habe. Hier gibt es viele, viele verschiedene Pokémon. So, den Chip müssen wir drücken. Dann wir weiterkommen, weil hier, kann mal zeigen, gibt es nichts außer, oh, außer ein Dieb und ein Tagebuch. Oh, wir müssen noch kurz hin. Dieser Ort hier ist riesig. Ja, es geht. Das kann man aber in dieser Folge noch schaffen, denke ich. In der nächsten Folge werden wir noch auf jeden Fall die Glitch machen, denke ich, und Pyro besiegen. So, wohl nun, mein Freund. Was machen wir da? Was machen wir da? Ich würde sagen, Skröte, haut raus. Routenschlag? Du willst nun Level 38 kann Routenschlag. Okay. Wo bin ich hier? Erbärmlich. Komm. Hau ab. Hau einfach ab. Kein Brüller, nein. Du kannst mich nicht verscheuchen. Geh einfach weg. So. Weggefegt. Sweep, sweep, sweep. Du, 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 du. Tschüss. Na komm, geh. Hau ab. Nein, du sollst nicht halt gucken, du sollst gehen. Alter. Alter. Wenn er jetzt nicht geht, ne? Oh, Junge. Nein! Junge! Weggehen, hallo. Geht doch, Alter. Tagebuch, 6. Februar. Mew hat ein Junges geboren. Wir haben es Mewtwo genannt. Ja, hier hieß die Geschichte noch ein wenig anders. Noch ein wenig falsch, wie er gesagt. Hier sagt es nämlich, dass Mew was geboren hat, aber die haben es selber entwickelt. Mewtwo. Dann nämlich ein Experiment von der DNA von Mew. Aber wie ist es dann weitergegangen? Das werden wir gleich sehen. Vorher gibt es hier aber noch, glaube ich, ein Item. Ja. Ein Eisen. Oh, das juckt mich doch nicht, solche Items. Hier gibt es zwar viele von diesen Items. Das weiß ich jetzt schon. Ich gebe es einfach irgendein, weil ich jetzt keinen Bock habe, die Sets nachzugucken. So, hier weiß ich, by the way, den Weg auch. Und zwar direkt runterspringen hier. Nicht mit dem Kämpfen, also man kann mit dem Kämpfen, aber einfach runterspringen geht auch. Dann haben wir den hier, aber da habe ich jetzt keinen Bock zu, ehrlich gesagt. Habe ich noch ein Eisen? Nee, ein Carbon, okay. Na gut. Da lag ich ja fast richtig. Kann mir egal. Nehmen einfach. Okay. Da hinten gibt es by the way nichts. Das ist nur Scam. So, jetzt sind wir im letzten Raum. Hier weiß ich, wie es lang geht. Und zwar. Hieß das letzte, okay. Tagebuch. 1. September. Mewtwo wird immer stärker. Wir konnten die unkontrollierten Wutausbrüche nicht eindämmen. Und danach ist Mewtwo geflohen. Okay, oh, oh Leute, ich konnte hier nicht lang. Das ist eine unsichtbare Wand. Eine TM! Was ist das für eine TM? Ich bin gespannt. TM 14 ist Blizzard.
Lizard ist eine sehr interessante Attacke. Ja! Relaxo könnte es lernen, warum nicht? Weil wir kein Eis-Pokémon auch im Team haben, das will ich sagen. Blizzard ist nice. Okay, lass mich mal überlegen. Ja, Kopflos könnte es wegmachen. Yo, machen wir das. Das ist doch nice. Warum nicht? Warum nicht? So, den Schalter hier mit drücken. Wer würde es nicht tun? Ich sage euch das, weil hier ist eine unsichtbare Wand irgendwie aus irgendeinem Grund. Also, der sieht mich nicht von da aus. Das finde ich nice. Schutz wirklich mehr. Das ist sehr scheiße. Aber naja, wir sind eh gleich da. Hier gibt es, soweit ich weiß, auch Ditto und Radikal und was? Hast du nicht gesehen? So, gegen den kämpfe ich jetzt auch nicht, weil ich keinen Bock habe. Schleimer. Gibt's ja auch. Ja, gibt's ja alles Mögliche, wie gesagt. Vor Pyro will ich noch aber noch alle auf Level 40 bringen. Also zumindest alle auf Level 40 sind so. So, Schalte drücken. Wer hätte es nicht getan? Ich kann euch mal den anderen Text zeigen, was passiert, wenn man nicht drückt. Ja. Nein. Lieber nicht. Nö, nö. So, hier gibt's noch ein Item. Was ist denn? Ein Sonderbonbon. Die werden wir by the way am Ende dann alle verteilen. Ende des Spiels. Sind wir auch schon bald dran. Ja, jetzt geht das Spiel ziemlich schnell. Bei vielen Spielen ist es so, dass das Ende ziemlich schnell ist. Also es ziemlich schnell geht so. Ist noch ein Item? Oha, wusste ich gar nicht. Eine TM! Jetzt ist es wahrscheinlich so eine TM, die voll gut für Relaxo wäre. The Last. Nein, sogar nicht, aber. Satsu könnte das erlernen. Das wäre so für Relaxo krass. Aber Satsu könnte doch Solarstrahl erlernen. Das ist eine richtig starke. Das ist eines der stärksten Pflanzenattacken. Ich weiß es einfach nicht. Ich kann mich nicht entscheiden. Deshalb lasse ich es erstmal. Lasse ich es erstmal, habe ich gesagt. Ja. Okay. Tut mir leid für das Vorsprung, aber das war jetzt nervig. Okay. Und hier haben wir den Fahrzeugöffner, den so gesehen den Schlüssel zur Arena. Soll ich jetzt auch einen Fluchzeug einsetzen und dann raus hier. Und wir werden Buchstaben. Und jetzt sind wir wieder draußen. Okay. So, damit können wir nun zur siebten Arena und den siebten Lehrer-Leiter Pyro besiegen. Wir werden ihn auf jeden Fall in der nächsten Folge dann besiegen. Und den Glitch, wie gesagt, machen. Achte Arena, ob wir die machen, weiß ich noch nicht so genau. Mal gucken. Die Arena, lass rein. Komm schon mal reinschnuppern. Hey, warte, du Schäbelspäh. Der hirnsköpfige Pyro ist ein Feuer-Pokémon-Spezialist, falls du noch nicht gecheckt hast. Du solltest dein Mütchen mit Wasser kühlen. Und besorge dir Feuerheiler. Nein. Pyro, bisher Risiker Gary. Gary war schon hier. Mann, Gary. Ach, die Reihe ist voll einfach. Wir kamen in mein Pokémon-Quiz. Weißt du die richtige Antwort? Dann öffnet sich die Tür. Ist die Antwort falsch, dann musst du kämpfen. Je mehr Antworten du weißt, desto fitter sind deine Pokémon beim Kampf gegen den Arena-Leiter. Lass uns beginnen. Entwickelt sich Raupi zu Smetbo? Diese Frage ist voll falsch. Normalerweise entwickelt sich Raupi erstmal zu Safcon und dann zu Smetbo. Aber das ist richtig. Also hier ist es richtig. Auch wenn es erstmal sich entwickelt zu anderen. Das Spiel will es so. Okay. Müssen wir akzeptieren. Man kann gegen die Angriffen kämpfen, muss man aber nicht. Muss man nicht. Man kann die ansprechen, um zu kämpfen. Man wird auch gezwungen, gegen die zu kämpfen, wenn man hier falsch antwortet. Aber ich weiß, alle Antworten richtig, dann machen wir das eben. Das ist die richtige Antwort. Blablabla. Das sagt immer das Gleiche. Warum auch immer. Das ist voll dumm. Gibt es 9 offizielle Pokémon-Orden? In dieser Gen nicht. In dem Spiel hier nicht. Nein. Antwort ist richtig. Gehe weiter. Lass es an. Bewege sich Kopfsel 3-mal. Nein.
Es gibt drei verschiedene Formen, aber kann sie nicht dran entwickeln. Hier auch nicht. So. Kommen. Ja, lass uns beginnen. Sind Donnerattacken gegen Boden-Pokémon sehr effektiv? Nein. Und das war richtig. Geh ihr weiter. Noch zwei, drei Antworten. Also noch zwei, drei Fragen. Hier machen wir noch eben. Kommen. Lass uns beginnen. Unterscheiden sich zwei gleiche Pokémon mit gleichem Level? Ja. Und die Antwort war richtig. Geh weiter. Yeah. Ich habe eh nur alle voll Pokémon, so ich weiß. Willkommen bei Pokémon Quest. Was ist die richtige Antwort? Dann geht's jetzt weiter. Ist TM 28 die Frosche? Es gibt keine Froschattacke. Das wird das zu. Keine Ahnung, was es für eine Attacke eigentlich ist, aber es gibt keine Froschattacke. Und wir haben es geschafft hier. So, wir werden ihn jetzt. Wollen wir bekämpfen? Wir können ihn bekämpfen. Ich weiß es nicht. Ich werde mal kurz tauchen. Wir können. Folge ist ja ziemlich lang, aber der hat nur Feuerbogen. Komm, wir machen das. Komm, wir bekämpfen ihn noch schnell. Haha. Ich bin Pyro, der Arena-Leute der Zinnoberinseln. Meine Feuer-Pokémon lassen die Siegesträume meiner Gegner in Flammen aufgehen, wenn du verstehst. Du solltest schon mal Feuerheiler parat halten. Ja, aber kein Problem. Hätten wir die zusammengenommen, wäre das vielleicht ein Problem. Wenn man kein Wasser-Pokémon, weil man kein Wasser-Pokémon hat. Ich hab einen RIP. Aber bis zu diesem Zeitpunkt sollte man auf jeden Fall Wasser-Pokémon haben, denke ich. Und das ist easy. Den packen wir jetzt noch rein. Dafür mache ich die Folge jetzt ein klein wenig länger. Das mache ich jetzt. Das ist mir jetzt egal. Das ist mir jetzt vollkommen egal. Das machen wir jetzt trotzdem. Ich denke, in der nächsten Folge mache ich eine Bonusfolge oder so draus. Ich weiß noch nicht. Ich weiß, wie gesagt, ich bin mir noch nicht schlüssig. Aber ja, mal gucken. Seht ihr, wie easy das ist? Keine Chance. Galoppa, keine Chance. Auch wenn es Level, weiß ich nicht, 42, krass, aber trotzdem. Null Chancen gegen mein Skröte. Mein Tutor. Easy gedragt. Allah. Ein Arcani. Ein Arcani ist. Arcani ist eines der stärksten Pokémon. Der Feuer-Pokémon in dem Spiel. Oder auch eines der sehr stärksten Pokémon. Okay, Quackernhaare ist nicht so stark. Aber mein Surfer. Well, Level 47 ist der? Ja, ich sollte wirklich die Dingstrainer noch besiegen. Die ganzen Wassertrainer im See und im Meer und so. Das mache ich auf jeden Fall offscreen, wie gesagt. Gut, das war's auch schon. Das war's sie. Das war's mit ihm. Er hat 45 erreicht und den 7. Norden easy gesnackt. Nice. Mein Feuer ist erloschen. Du kannst dir den Vulkanorden. Du hast dir den Vulkanorden redlich verdient. Haha. Der Vulkanorden steuert die Spezialfähigkeiten deiner Pokémon. Nimm zusätzlich dieses Geschenk. TM 38 ist Feuersturm. Feuer-Pokémon können diese Attacke erlernen. Glutexe und Ponyta sind dafür super. Yay! Damit würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Pokémon Blau. Nächste Folge ist auch schon 40 Folge, ja. Like da lassen wäre ganz nice. Das sagt mir, dass euch die Folge gefallen hat. Abonnieren wäre ganz nice, falls es das erste Video ist von mir. Oder falls ihr noch nicht abonniert habt, macht das einfach mal. Ja, wird schon schief gehen. Dann würde ich sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder von Pokémon Blau. Haut rein und bis zum nächsten Mal. Ciao!